Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben Montag. Ich vlogge jetzt aus Lenas Zimmer. Du kennt ja schon mittlerweile meinen Hintergrund, auch wenn ich hier Wische drehe. Nicht wundern, wenn ab und zu mein Wische vorkommt, dass es quietscht. Das ist der Drehstuhl von der Lena. Ich habe jetzt hier einiges vorbereitet jetzt schon. Ich werde mich gleich Schminkvideo abdrehen. Dann mein Favoritenvideo und mein Tattoo-Update, weil viele doch nachgefragt haben. Und ich habe auch nämlich geguckt, dass ich 2015 eins hochgeladen habe. Also ist doch relativ schon sehr alt. Und ich habe auch die Qualität nochmal angeguckt. Also ja, ich werde nochmal Neues abdrehen. Und meine Schminksammlung und Pinselsammlung, das mache ich dann alles im Ein. Und auch die paar Nagellacke, die ich noch habe, werde ich euch mit reinmachen. Das wollte ich euch bei den Vlogs zeigen. Aber das mache ich bei den Schminksammlungen und bei den Vlogs nochmal, die nicht so lange warten wollen. Und ich habe leider keinen Schminktisch, deswegen werde ich das alles so zeigen. Wenn wir auf jeden Fall eine größere Wohnung haben werden, gucke ich im Schlafzimmer, ob ich irgendwo einen Tisch noch hinstellen kann. Und so eine Art Schubladen. Und da kann man auch daraus auch einen Schminktisch machen. Man muss ja nicht extra zu einem Schminkkommode holen. Ich habe nämlich geguckt, das ist relativ recht teuer alles. Deswegen werde ich bei IKEA gucken, ob so einen Tisch gibt, einen Hocker und dann einen Spiegel und dann hat man auch schon einen Schminktisch, wo man alles hinstellen kann, weil ich relativ doch viel habe und es ist schon schade, wenn ich alles im Koffer habe und dann sehe ich ja davon nichts und dann vergesse ich das, weil ich so viele neue Sachen habe und tolle Sachen habe. Und ich wünsche euch nun viel Spaß bei dem neuen Vlog und dann melde ich mich danach wieder bei euch, wenn ich fertig bin mit komplett. Dann bin ich wieder total kaputt vom Abdrehen und alles. Ja. Ja, das sind meine Nägelversammlungen. Die habe ich jetzt auch bei einem Schminkvideo gezeigt. Das heißt, nicht wundern, warum ich jetzt euch doppelt zeige. Aber viele haben mich nachgefragt bei dem Vlog, ob ich euch zeigen könnte. Das sind meine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 Nägel habe ich. Nagellacke habe ich. Aber alle fast nur von Gelnägel, von Essen. Die gehören dazu. Die habe ich geschenkt bekommen und das habe ich bei der Glossy Box bekommen vor über ein Jahr. Ja, das ist auch schon über ein Jahr und ich habe nicht einmal aufgemacht, weil Essie ist ganz schön teuer. Ich bin fertig, juhu! Ich habe noch ein Video zu drehen, aber ich habe jetzt keine Lust. Das kann jetzt mal auch manchmal warten, weil ich denke mal, das drehe ich nächste Woche ab. Das Tattoo-Update, weil da müsste ich mich jetzt ausziehen und habe jetzt keine Lust mehr. Ich werde jetzt den Müll, also den Chaos jetzt beseitigen. Und dann gehe ich jetzt bald los. Und dann gehe ich noch in die Stadt. Noch Geschenk besorgen von den Freunden. Lena ist nämlich das Wochenende eingeladen zu dem Geburtstag. Dann gehen die nämlich Bowling. Und ich muss auch noch ein bisschen noch was für Osterzeug noch kaufen für die Lena. Ja, dieses Mal bin ich ganz, ganz spät dran. Jetzt räume ich meinen ganzen Schminkkoffer wieder ein. Das ist so viel Arbeit hier immer jedes Mal. Deswegen bin ich jetzt froh, wenn wir dann eine größere Wohnung haben, dass ich dann auch alles auf den Tisch hinstellen kann. Oh, der Stuhl geht, der geht mir auf den Nerv. Ich bin mal gespannt, wie es mit Schneiden funktioniert. Ich hoffe, es hat diesmal alles funktioniert. Weil wenn es wieder nicht funktioniert, dann habe ich auch keinen Bock mehr nochmal zu drehen, weil auch ganz schön viel Arbeit ist, mal alles hier auszuräumen und ja. Deswegen hoffe ich, dass es diesmal geklappt hat. Ist schon ärgerlich, wenn ich mich hinsetze. Und dann funktioniert es nicht. Hier tue ich mal meine ganzen Lippenstifte rein, Lipliner. Weil im Koffer ist es viel, kriege ich nicht mal alles zu. Und meine ganzen Lichtschattenpalette, die ich mache, tue ich unten ins Bett rein mit. Da tue ich auch meinen Schminkkoffer mit rein, weil es dann alles gut gehen würde. Weil ich jetzt nur auf meinen Nachtschränken stehen habe, meine Pinsel. Die Pinsel werde ich nachher auch sauber machen. Deswegen gehe ich ja auch nochmal dämmen, weil ich so Kernseife holen möchte. Weil die Rebecca hat mir gesagt gehabt, dass irgendwie alles reinigt. Ich bin mal gespannt. Weil ich habe ja auch also eigentlich einen Pinselreiniger von Ebelin. Aber der reinigt nicht alles. Deswegen bin ich mal gespannt mit der Kernseife. Und ja, hier meine komische Zange. Dann habe ich hier so einen Schlüsselanhänger. Ja, das mache ich ja bei Lena dran, wenn die ihre eigenen Schlüssel bekommt. Noch hat sie keinen eigenen Schlüssel, weil die ja noch nicht alleine nach Hause läuft. Ich hole sie ja noch ab von der Schule. Die möchte auch noch nicht alleine nach Hause laufen, hat sie gesagt.
Aber ist ja nicht so schlimm. Aber Grüß geht hier schon alleine hoch. Wenn ich jetzt an der Ampel noch warte. Das macht die ja schon mal. Das ist ja schon mal sehr gut. Das ist viel, viel Arbeit hier immer. Aber ich mache es ja gerne für euch. Mal gucken, was heute noch so passiert. Ich werde euch nachher auch noch mal zeigen, was ich in DM alles hole. Vielleicht wird es so wieder zu viel sein, dass ich ein DM-Hol abdrehe. Aber ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich diesen Monat keins mache. Ich brauche eigentlich nicht viel. Ich wollte nur wegen DM, wegen der Kernseife, dann wegen Bodylotion und dann, ja, dann wegen meine Haare. Muss ich nochmal gucken. Das war es erstmal von der Palettenlänge. Ja. Ist gar nicht so einfach alles hier. So, ich melde mich mal später, wenn ich dann von der Stadt wiederkomme. Weil jetzt bin ich unter Zeitdruck. Dann bis später. So, ich bin dann wieder zu Hause. Nicht wundern, warum ich abgeschminkt bin. Ich war doch vorhin ein bisschen zu krass geschminkt, wo ich mich im Spiegel angeschaut habe. Und so hätte ich vielleicht lieber nicht aus dem Haus gegangen. Ich bin aber auch andererseits froh, dass ich mich auch abgeschminkt habe, weil draußen nämlich angefangen zu regnen und ich hatte keinen Regenschirm. Ich war in der Stadt, habe alles bekommen. Dann war ich in DM, habe 17 Euro ungefähr ausgegeben und 20 Euro hatte ich nur mitgenommen. Also 40 Euro, also 20 Euro für Geschenk und 20 Euro für DM. Ich war in DM mit meinem Handy, einem Taschenrechner, dass ich ja nicht über mehr kaufe, als ich was zur Verfügung habe, weil ich ja meine SC-Karte extra zu Hause gelassen habe, dass man nicht die Karte nachgreift. Ich habe nur das geholt, was ich noch brauche. Ich werde euch nachher zeigen, weil es doch nicht so viel ist, da brauche ich kein DM-Holz abzudrehen. Weil DM-Holz kommt erst wieder in, wenn ich das im März gemacht habe, Anfang Juni, weil ich ja dann Sonnencreme und alles kaufe. Da kann ich ja dann alles mit reinmachen. Da gehe ich ja wieder mehr in DM einkaufen. Da brauche ich Sonnencreme und alles für den Urlaub. Muss man dann wieder ein bisschen vorkaufen. Weil Medikamente, wenn wir hier kaufen, würde ich nicht machen, weil da, wo wir hinfliegen, ist wieder ein anderes Klima. Und da kann sein, dass die Medikamente nicht helfen von Deutschland. Deswegen kaufen wir da nicht so viel ein. Nur halt ja, Hygiene, Desinfektionsmittel, ja, und Sonnencreme, wie gesagt, und Pflaster oder sowas in der Art. Und dann noch ein bisschen, wenn man so krass Sonnenbrand hat, so Art so, so Spray, wie nennt man denn den Spray? Ich glaube, da wo bisschen kühlt der Spray, ja, Eisspray oder sowas in der Art ist das, glaube ich. Und ja, dann habe ich mir meinen Zellenreiniger besorgt. Ach, das werde ich euch nachher alles zeigen, wenn ich dann die Lena dann abgeholt habe. Ich habe jetzt noch eine Stunde, ich mache mir gerade nebenbei noch Salat. Deswegen gucke ich jetzt hier runter. Die Tiere sind auch alle hier, obwohl sie ihr eigenes Essen haben. Ja, heute ist das Wetter irgendwie miserabel. Es ist nur zu, es ist dunkel, es hat mal angefangen zu regnen. Aber ich glaube, wir haben die Woche angesagt, dass es jetzt schlechtes Wetter werden soll die Woche. Das heißt, ich muss gucken wegen morgen, weil ich morgen wieder arbeiten muss, dass ich mich ja ordentlich anziehe. Wenn das Problem ist, die Regensachen, die ich habe, die sind mir einfach viel zu warm. Andererseits, wenn du mich anhast, wirst du nass. Wenn du anhast, bist du schon innen drin nass, von Innenseite, weil einfach zu warm ist, weil du dann schwitzt. Aber ich werde trotzdem anziehen, weil krank werden will ich nicht nochmal. Ich war erst krank und ich bin froh, dass auch Herpes langsam weggeht. Dass ich richtig lang gezogen das Herpes, scheiße. Mensch, Entschuldigung. Und ja, und am Nachmittag rum werde ich mit Lena ein bisschen lesen, abwaschen nochmal, Geschirr wegräumen, Wäsche machen, ich meine Wäsche abhängen. Und ich weiß nicht, ob ich euch schon erzählt habe, dass ich Wäsche gestern gewaschen habe. Falls ich doppelt erzähle, ist jetzt nicht schlimm.
ich vergesse, ich bin leider an zur Zeit am Verdächtnisverlust. Das ist extrem schlimm bei mir geworden. Deswegen nicht wundern, warum ich alles zu doppelt erzähle. Und ja. Und heute Abend gehe ich schön baden. Und schön Verwöhnungswellen ist heute Abend machen in der Badewanne. Dazu werden wir auch dann gleich kommen, wenn ich euch ein DM zeige, DM holen. Und dann gehe ich, bevor ich baden gehe, mit den Hunden nochmal raus. Und dann nach dem Baden bearbeite ich ein Video. Mal gucken, was morgen online kommt. Weil der Vlog, weiß ich nicht, ob der morgen auch nochmal online kommt. Und wie gesagt, ich werde dann einen schönen Vlog dann arbeiten nach dem Baden. Den Vlog und dann noch ein Video. Mal gucken, was morgen online kommt mit. Und ja, ich müsste nur nächste Woche, werde wahrscheinlich Montag arbeiten müssen vormittags, dann Mittag rum noch ein Video abdrehen über meine Tattoos, weil ich eigentlich heute keinen Bock hatte, hatte ich ja schon mal früher erwähnt gehabt, weil ich bin ja angezogen und dann ausziehen und dann, ich muss mal meinen Mann mal filmen lassen, weil ich doch ein paar Stellen nicht richtig drankomme mit der Kamera. Da kann ich dann zwischendurch einblenden, wisst ihr? Das Bild oder wie auch immer. Oder wer mich auf Instagram verfolgt, die wissen, was ich für Tattoos habe. Da habe ich immer Bilder reingemacht. Ich habe insgesamt 6 Stück. Und es ist auf jeden Fall noch mehrere in Planung. Also, das nächste wäre hier komplett vorne. Da will ich meine Tattiere, will ich noch nicht, was ich für Vorstellung habe, aber entweder Namen hinschreiben oder die Katzen, Hund, Gesicht, aber das wäre, glaube ich, mehr schmerzhafter als die Wörter. Ich weiß es nicht. Sowas in der Form und dann schön mit Engel oder sowas in der Richtung. Ich habe mir noch nicht ausgedacht. Das mache ich dann mit meiner Tätowiererin aus. Aber erstmal muss ich erstmal noch einen Termin holen dort. Weil das wird hier nochmal nachgestochen wahrscheinlich. Das muss ja nachtätowiert werden, dass er auch ein bisschen länger hält. Und irgendwann, denke ich mal, nächstes Jahr. Weil wenn du hier schon komplett hier machst, dann bezahlst du bestimmt das Doppelte. Weil manche machen das jetzt nach Stunden. Also kannst du mal rechnen, eine Stunde sind 100 Euro. Und wenn du jetzt hier ungefähr jetzt 6-7 Stunden braucht, sind schon mal 7 Stunden. Deswegen. So, jetzt werde ich erstmal was essen. Und ich melde mich dann später, wenn ich mit der Lena Sophie nach Hause komme. Hallo, wir sind ja mittlerweile zu Hause. Ich mache jetzt mit Lena Berichtigung. Sie hat nämlich 18 Fehler. Und da muss ich ja hin. Und 60 soll sie haben, hat aber jetzt nur 50 geschafft. Ist auch nicht schlimm. Ja, ist auch nicht schlimm, weil die hat ganz prima gemacht und hat sogar einen Aufkleber, wo Klasse draufsteht. Also es wäre 2-3 gewesen ungefähr, auf Deutsch gesagt. Hast du hier schon angefangen? Nee. Du darfst nicht so viel Platz lassen, du musst mir ein neues Buch Heft kaufen morgen. Dann machen wir mal Berichtigung. Oh Mann. Wo ist denn dein Hausaufgabenheft, will ich sehen? Das ist ganz wichtig, mit dem Kind nach der Schule nochmal hinzusetzen, gucken, was sie in der Schule gemacht haben. Und dann ein bisschen quatschen. Was steht denn hier? Ich bin hinten jetzt im Schlafzimmer. Ich wollte euch noch schnell zeigen, bevor ich meine Pinsel reinige, ja, was ich in DM gekauft habe. Und einmal von Bodylotion, Balea, Orea, intensive Feuchtigkeitspflege, sehr trockene, entspannte Haut. Und hier hinten steht, dass es nach 24 Stunden Feuchtigkeit spendet, mit Seabutter, Vitamin E,
Anwendung täglich bei Bedarf sorgfältig einmassieren. Da gab es so eine Testflasche und ich fand die so gut und es riecht immer noch danach. Und da ich schon Orea von Silbermed benutze für mein Gesicht und das tut sehr, sehr gut, deswegen habe ich mir sowas gekauft und ich bin mal sehr gespannt, was der Rest der Haut dazu sagt, wenn ich das drauf mache. Aber auch meine Hand und meine Arme riecht es sehr, sehr, sehr gut noch. Dann habe ich einmal Balea Wasserspray Aqua gekauft. Auch zur Fixierung, für Make-up. Ja, wenn bald wieder, wenn Frühling mal wieder kommen würde. Und im Sommer, das, so welche Flaschen nehme ich auch gerne mit nach Ägypten, wo mein Urlaub sind. Also der Body Lotion hatte 1,95 gekostet. Und Aqua Spray von Balea hat 1,45 gekostet. Dann habe ich hier nochmal die Nose Sweat gekauft von Balea. Die sind ganz neu. Da sind 3 Stück drin. Man sollte vorher das Gesicht reinigen, Nase anfeuchten, dann draufklatschen, dann 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, dann anschließend von der Seite her abziehen, eventuelle Klebefeste von der Nase mit reichlich lauwarm abwaschen, ist ja klar. Natürlich ist nicht wieder anwendbar, also nach jeder Anwendung wegschmeißen und da steht sogar vegan drauf. Für 3 Stück und man kann auch für Stirn und Kinn nehmen und ich habe dafür bezahlt, muss ich erst mal leider mal gucken, 1,75. Also ich finde dafür relativ recht teuer. Da habe ich noch eine Tuchmaske gekauft, auch für unreine Mischhaut. So sieht die aus. Das scheint ganz, ganz neu zu sein in Balea. Dafür habe ich 25 Euro bezahlt und hier steht genauso Gesicht vorher reinigen und dann 10 Minuten einwirken lassen und falls Rückstände sanft einmassieren, die Maske ist nicht wieder wendbar, also danach entsorgen. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das wird. Das mache ich dann diesen Sonntag wieder. Ich werde euch dann ein bisschen mitnehmen und dazu berichten, wie ich davon halte. Dann natürlich mein Garnier. Da es bald leer ist, habe ich den Nachschlag geholt. Die kostet 3,85 wie immer. Dann Balea Reinigungstücher. Dann habe ich mir so eine Art Seife geholt für eine Box von Ebelin. 95 Cent hat die gekostet. Da gab es verschiedene Farben, aber ich habe mir Pink geholt. Warum habe ich mir das geholt? Ja, weil ich mir eine Kernseife geholt habe von Dali. Ich will ja meine Pinsel reinigen mit Ebelin grob und dann das da richtig sauber machen. Ich bin mal gespannt, wie meine Pinsel darauf reagiert. Das hat mir eine Freundin gesagt, dass die das auch macht und das bei ihr funktioniert. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob es bei mir auch funktioniert. Deswegen habe ich die Box geholt, weil wenn ich die nämlich anfange, kann ich dann die reinlegen, die Box. Die Box hat 95 Cent gekostet und die Kernseife hat auch 95 Cent. Dann habe ich wie üblich dann vom Balea Hornschaufeile geholt. Ja, das muss auch mal sein. Ich habe zwar keine extremen Hornhautprobleme, aber mein Mann. Und das wäre geeignet für den Urlaub, dann wo die schöne Füße wieder zeigen kann. Die hat gekostet 95 Cent. Und wie gesagt, dass er extrem hat, muss natürlich auch mal das hier grobes drüber gemacht werden. Sie hat, glaube ich, 3,65 zu kostet. Hornhaut, ja. Das macht man das Grobe drüber und das wird dann nachgefeilt. Ich bin mal gespannt, was mein Mann dazu sagt, weil ich habe ihm noch nichts erzählt. Und ich scheine auch ganz schön scharf zu sein. Deswegen vorher lieber baden gehen und dann kann man das schön abmachen und dann danach reinigen. Und ich habe auch gesehen, dass ganz viele davon noch gibt. Ganz viele Ersatzdinger. Ich sag einfach mal jetzt Klingen dazu. Und die kosten 2,95. Das waren, glaube ich, 10 Stück noch drin. Aber wir haben noch mal 3. Und ich denke mal, die werden auch, mal reichen. Weil ich weiß jetzt nicht, wie, ob das jetzt so ist, dass man das entsorgen muss gleich danach. Oder ob man das mehrmals benutzen kann. Das werde ich dann sehen. Und dann werde ich euch dann noch dazu auch berichten.
Hier steht dann auf jeden Fall noch, dass man der Diabetes hat oder Hautdurchblutungsstörung hat, vor der Behandlung den Arzt fragen. Weil es kann passieren, dass er auch mal blutet, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn es hier steht, dann lieber vorher nachfragen, wer Diabetes hat oder sowas, ob ihr auch sowas benutzen darf. Ja, das war meine kleine Ausbeute von DM. Und ich habe tapfer durchgestanden. Ich war nämlich dann auch noch beim Rossmann und habe Lichtschattenpalette schon in der Hand gehabt. Ich sage nein, nein, obwohl die alle 30% runter reduziert waren, aber ich habe ehrlich gesagt schon viele. Und ich habe ja auch diesmal anders gemacht. Ich habe nur Geld mitgehabt, keine SC-Karte, gar nichts. Und so konnte ich auch nicht mehr ausgeben. Und habe nur das wirklich gekauft, was ich auch brauche. Ich werde jetzt auch die Pinsel jetzt reinigen. Da werde ich euch auch jetzt mitnehmen. Das Grobe mache ich mit das hier und dann die Kernseife. Und ich bin jetzt wirklich gespannt. Ich habe schon am Fensterbrett so ein Handtuch hingelegt. Da kommen meine Pinsel dann drauf. Ich habe extrem viele Pinsel, die mal gereinigt werden müssen, ja. Deswegen nicht wundern, wo ich euch eine Schminkvideosammlung vorgestellt habe, dass die Pinsel noch dreckig waren. Ja, ich habe die vorher nicht sauber gemacht. Ist, denke ich mal, aber halt auch nicht so dramatisch jetzt. Huch, jetzt schmeiße ich ja noch alles um hier. Ja, das ist meine ganze Versammlung. Ja, das wird jetzt ein Spaß werden. Vor allem Evelyn Beauty Blender muss auch mal geputzt werden, ja. Aber den kriegt man wieso nicht mehr ganz sauber, deswegen wechsle ich den auch alle 2 Monate. Weil ich den doch so selten benutze. Ja, dann wünsche ich euch nun viel Spaß beim Putzen. Ich habe jetzt meine Haare zusammen gemacht. Ich wollte eigentlich mein Gesichtspad noch suchen, was ich mir gekauft habe, aber jetzt ist er irgendwie weg. Keine Ahnung, wo die gelandet ist. Naja. Die geht auch dann wieder auf, wenn ich das nicht mehr brauche. Deswegen werde ich jetzt so mit der Hand sauber machen. Die Lena spielt gerade mit. Lena! Die spielt gerade mit Playmobil. Auto. Das dauert bis nachts. Na dann. Also bis abends. Dann werde ich euch mal meine Pinsel zeigen, meine Lieben. So sind meine Pinselsammlung. Ja, ich muss mir ein neues Pad kaufen. Oder sowas, wo ich die Pinsel drauf reinigen kann. Dann sag ich mal, let's go! Also, ich bin echt erstaunt. Das ist ja wirklich richtig gut. Ihr habt da gesehen, ich habe erst vorher mit dem Evelyn-Reiniger grob sauber gemacht. Und da ist ganz schön viel rausgegangen. Und dann habe hier gesehen, wie ich mit der Seife gemacht habe. Vielleicht ist es doch besser, dass ich so mache mit Wasser. Und jetzt werde ich alle hinlegen und dann werde ich euch nochmal zeigen, wie sauber die geworden sind. So, ich bin jetzt fertig. Ja, ich sag doch, es ist plink, plank, sauber gegangen. Also das hier ist wie neu. Ich muss jetzt nur gucken, bei Highlighter-Pinsel, der hat ein bisschen viel Haare verloren. Da sieht man's. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es trocknet. Ist ja nicht so schlimm, dann werde ich neues holen, weil ich habe wahrscheinlich viel doll gemacht. Und guckt euch das mal an. Ich habe euch doch vorher gezeigt, wie dreckig der war. Der ist jetzt wie neu. Also, ich brauche wahrscheinlich kein neues mehr zu kaufen. Der ist wie neu. Also, ich bin recht erstaunt. Und das hier, das war ja schon rot von Essence. Oh, ich bin so happy. Ich bin recht erstaunt. Das kam ganz schön viel Dreck raus, ja. Also, mal gucken, wie oft ich mich danach schminke. Weil ich denke mal, so wenig wie ich schminke, reicht eigentlich einmal im Monat. Und die Pinsel, die hier liegen, die werde ich jetzt wegschmeißen, weil die habe ich kaum benutzt. Die habe ich alle im Ausland bestellt. Da sieht man auch, die Qualität ist auch ein bisschen beschissen. Das geht jetzt überhaupt hier nicht mehr weg. Da kam jetzt nur warmes Wasser rein und da sieht man, dass es richtig aufgeplatzt ist. Also, das kann weg. Ja. Das war jetzt
meine Pinselreinigung. Ja, vor langer Zeit mal versprochen gehabt, dass ich euch mal zeigen wollte. Und ich bin froh, dass ich auch die Freundin gehört habe. Die fickt mich auch ganz schön an. Kauf mal das, kauf mal das. Nein. Aber die sagt mir, was halt gut ist und ich finde das toll. Und da kann ich mir nämlich ein paar Tipps immer holen bei ihr. Und bis jetzt hat sie immer genau das Richtige getroffen. Ich werde jetzt das Zeug wegräumen, dann Abendbrot machen und auch den Vlog hier auch hier beenden. Wenn er euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal, drückt unten auf den roten Button. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!